Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind an der Georgia Railroad am 22. Juli 1864. Anfang Mai 1864 brach unsere Armee von Chattanooga, Tennessee auf und setzte den Weg nach Süden fort. Während unseres Vorstoßes stießen wir auf den General der Konföderierten, Joseph E. Johnson, der fortwährend Verzögerungstaktiken anwendete, ohne uns einen wirklichen Kampf zu liefern. Die Streitkräfte der Konföderierten zogen sich entlang der Georgia Railroad in Richtung Atlanta zurück und ließen uns so den Platz, die Stadt zu umzingeln und uns zu verschanzen. Eines unserer Korps wird im Osten der Stadt gebracht, um die Georgia Railroad zu überwachen. Laut den neuesten Berichten hat General John B. Hood Johnson als Kommandeur der belagerten konföderierten Armee abgesetzt. Hood hat sich einen Namen als aggressiver Kommandeur gemacht, deshalb wurden alle unsere Streitkräfte über einen möglichen Angriff der Konföderierten gewarnt. So schaut's aus. Wir nehmen das zweite Korps deswegen, weil wir haben zwar weniger Mann, dafür keine Kavallerie. Die müssen sowieso ein bisschen Erfahrung kriegen, aber wir haben sechs Kanonen und die machen bei einer Verteidigungsschlacht immer Sinn. Und dann starten wir mal. Mal gucken, was der Gegner so zu Felde bringt. Einmal einen Schluck Kaffee. Schwarz wie die Nacht und scheiße heiß. General, unsere Späher haben berichtet, dass sich eine Streitkraft der Konföderierten auf unsere Gräben zubewegt. Wir müssen unsere Männer ausschicken und die Angreifer zurückdrängen. Halte deine Position um jeden Preis, oder die Konföderierten werden in der Lage sein, die Georgia Railroad wieder in Betrieb zu nehmen und wertvolle Vorräte zu erhalten. Okay. Wir haben. Na gut. Ich werde mal gucken. Die werden wahrscheinlich hier stark von rechts angreifen. Wenn sie das tun, ziehen wir uns hier in den Wald zurück. Den mag ich, der ist ganz gut. Das ist eine Kackposition. So eine Kanone haben wir hier. Werden wir gleich da so hinstellen. Dann kann die. Überschießt die. Sehe leider gerade nicht, wie weit die schießt. Ah, da ist die Linie. Bis hier ungefähr. Ein bisschen näher ran. Ich will, dass sie ein bisschen im Wald bleibt und getarnt bleibt. Du bist die Motivation. Die müssen wahrscheinlich dann hier vorne hinlaufen. Apropos vorne hinlaufen, hier können wir gleich den Peabody. Hier ist noch ein Schütze. Bleibst als Reserve. Schützen. Kitching Nahkampf, du bleibst hier als Reserve. Da habe ich auch. Wir haben echt noch zwei, Tausender. Ist ein bisschen blöd. So, die Kanone ins Zentrum. Müssen auf jeden Fall mehr bessere Leute hier hinkriegen. Die Kanonen. Die haben zwei Punkte, die wir halten müssen, ne? Einmal den Punkt, einmal den. So, dann müssten wir auch die Kanonen so ein bisschen aufteilen, finde ich. Der Munitionswagen muss von da oben links weg. Die Linie müssen wir halten und werden wir auch halten, aber der Munitionswagen für eine Kanone, da ist mir noch ein bisschen zu weit hergeholt. Dann sagen wir mal Start. Pause. Hier kommt nur eine Einheit. Aha. Die Nahkampfeinheit werde ich hier hinsetzen. Laufen. Kitching. Kitching wird hier hinlaufen.
Und Phelps bleibt einfach hier auf Reserve. Ihr bleibt hier auch. Also ihr bewegt euch hier hin. Die Schützen dürfen alle erstmal hier hinlaufen. Aber solange die noch nicht da sind, werden die hier erstmal die Position einnehmen. Und später, wenn natürlich die stärkeren Einheiten da sind, werden sie dahin laufen. So weit laufen müsste er ja gar nicht. Was bleibt meine Reserve? Ich glaube, die habe ich alle dann bewegt. Die Kanonen hätte ich gerne nochmal weiter hier. Den Munitionswagen brauchen wir hier hinten. Der Mann, der uns motiviert. Hier könnte man zur Not auch dicht machen. Hier ist ein bisschen Feld als Deckung. Aber versuchen die Position erstmal zu halten. So, du gehst auf jeden Fall weg. Osborne, geh mal ran. Immer noch Schützen. Wanda. Ja, die brauchen echt noch Erfahrung hier. Das zweite Korb. Wie viel Deckung haben die da drin? 71. Kitching hat 100. Oh, ich bin gespannt. 4 Stunden müssen wir fast hier halten. Die 2 Punkte. Die dürfen auf jeden Fall nicht ins Zentrum durchkommen. Oh, leicht verstuckt. Wenn uns Truppen fehlen, müssen wir eine Flanke auflösen. Am liebsten die hier. Ich glaube sowieso, dass hier es gleich richtig losgeht. Die Konföderierten greifen unsere rechte Flanke an. Er hätte es nicht erwartet, weil die sind hier gut in Deckung halt, ne? Hier müssten sie ja fast auf offenes Feld kommen. Können ja mal die Kanonen so leicht dahin drehen. Wir haben noch nichts gesehen. Wir hätten mal ruhig zur Aufklärung so ein paar Jäger hinschicken sollen. Wenn sie hier angreifen, können die Kanonen schön von der Seite raufschießen. Oh! Ja, ihre Kanonen schießen auf unsere Position. An die Kanonen habe ich jetzt nicht gedacht. Wo ist denn der? Da kommen die Ersten. Ich hätte gedacht, die kommen jetzt von hier, aber gut. Ah, jetzt kommen sie auch von da. Hier aus. Ja, gut. 2 Einheiten, das sollten die da hinkriegen. Verdammt, die gesamte Rebellenarmee greift an. Okay. Ja,
aber sind mutig. Scheiße. Ah, Kaninchen, wir brauchen hier ein bisschen Demotivierung. Ich hätte eigentlich gerechnet, dass da mehr rechts kommt, aber gerade eben ist da nicht so viel. Das sind verdammt viele Einheiten. Das sieht jetzt auch kriminell aus. Hier, oh, da drauf schießen. Gut, der läuft gleich, das ist okay. Das heißt dann, wenn der gleich läuft, dann wird er sich neu formieren. Entweder wird der reinrücken oder er wird da zurückrücken. Ja, mit einem gemeinsamen Ziel immer auf eine Einheit. Ja, genau, schießt doch auch weiter. Gut, die flüchten. Die haben ja auch eine scheiß Position. Ah, die Ecke macht mir echt noch Sorgen hier. Ah, die wird jetzt auch unterstützt. Ah, motivierte Leute. Blockiert, okay. Wir gehen jetzt in den Nahkampf oder was? Scheint so. Können die Kanonen, ja, schon mal die richtige Richtung, aber schießen wir auf die da. Ihr könnt ja mal kurz rausrücken. Da mal schön in die Seite schießen. Kavallerie, okay. Ich dachte gerade, es wäre Nahkämpfer. Nee, nee, nee. Okay, mach das schon. Oh, oh, hier, die sind motiviert. Hau die weg. Ja, ist echt nicht wenig, was hier auf der Seite ist. Vielleicht sehe ich auch nicht, was hier noch im Wald ist. Das kann natürlich auch sein. Gut, ihr beide könnt jetzt mal... Oh, die laufen. Das ist nicht gut. Pass auf hier hin. Und die Reserve schieße ich schon mal dahin. Ist nur, falls die erste Gruppe im Nahkampf ist, dass die zweite da drauf schießen kann. Die zweite Einheit. So, Katze, was kann ich für dich tun? Das ist Kaffee, das magst du nicht, Katze.
Kanone. Ich habe leider keine Kavallerie. Aber das wollte ich ja auch nicht. Kanonen sind hier auf jeden Fall. Ah, ich traue mich nicht, da mal nachzugucken. Ich mach's aber trotzdem. Schick die einfach da mal lang. In der Süße. So, ja, schießt da Reiter drauf. Und ihr beide schießt mal bitte hier drauf. Falls welche danach zu weit gehen, können sie da treffen. So, ihr drei. Ja, genau, da schön reinschießen. Wir wollen mal gucken im Wald, was da so los ist. Wenn hier keine Nahkampfeinheiten mehr oder Infanterie mehr ist, jag ich meine Infanterie hier rein. Und das sieht doch so aus. Nur Kanonen. Vielleicht formiert er sich dann um, wenn ich da die eine Seite angreife. Weiter rein. Kurz Pause, ich will mal ganz kurz gucken. Hier in der Mitte haben wir ein bisschen aufgeräumt. Ja, der kann da immer noch drauf schießen und die beiden sind auch schon sehr nah gerückt und können die Kanönchen mit Hühnchen genau da drauf weiter. Hier wird alles gut zerlegt. Drehen sich auch nicht um da an der Einheit, ja? Okay, jetzt laufen sie. Sieht nicht gut aus. Okay, ich dachte, sie kommen weiter. Okay. Na gut, das reicht mir. Komm, zurückziehen. Zieht euch zurück. Ja, klappen können. Wo ist die Katze? Die Katze ist weg. Wunderbar. Oh. So, dann können diese Kanonen jetzt. Genau, macht da mal die Seite weg. Damit die Infanterie nachrücken kann und ich dann weiter auf Kanonenjagd gehen kann. Thank you.
Wir müssen auch dran denken, kurz vor Ablauf der Zeit werden wir versuchen, einfach durchzumarschieren. Das heißt, konzentriert euch nur auf die nächstgelegenen Einheiten. Weil hier ist das Ziel nah dran. Hier müssten sie ja weiterlaufen. So, Kaffee ist leer. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen Satz mit dabei. Naja. Kann man den Kaffee noch zum Schluss ein bisschen beißen. Dann geh nochmal von da hinten Lucky Lucky machen. Kriegen wir sie hier komplett vor diesem Hügel weg. Wir können das Zentrum entlasten. Links ist noch ganz viel. Wird so nach und nach. Ui! 1600 Kills. Alter, nicht schlecht. Er kommt da nicht so zu vielen, aber. Nicht schlecht. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon die eine Einheit, die so viel abgeräumt hat. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Die haben die Vorgesetzten verloren. Das ist mal ein bisschen doof. So, naja, die sehen die Einheit an. Mal ein bisschen weiter zu rein. Und ihr kommt dahin. Los, Attacke! Drei Kanonen. Kitching, mal vorne. Die erste läuft. Dann weiter marschieren, weiter marschieren. Du kannst dich auf den konzentrieren. Nächsten laufen, fantastisch. Weiter. Puh. Endlich hier Ruhe auf der Seite. Und die laufen auf. So, die Kanonen sind hier raus.
Ah, wir brauchen mal einen Munitionswagen da hinten. Die Truppen schreien nach Munition. Ja, genau, jetzt schießt auf Walker, alles gut. Laufen wieder, er ist blockiert. Du kannst zurück. Einmal zurück. Und ihr kümmert euch da um den nächsten. Hier. Ja, oder so. Hauptsache, die Kanonen laufen weiter. So, jetzt nur für Truppen. Na, sieht doch gut aus. Jetzt nur noch die aus dem Wald und dann positionieren wir uns hier. In einer schönen Linie. Munition. Handfeuerwaffen nachladen. Und jetzt darf es auch mal Kanone. So, jetzt wo wir da alle Munition gegeben haben, darf sie wieder zurück zu den Kanonen. Gut, da gibt es endlich Kampf. Dann kommen wir gleich noch von hinten mit der Einheit und dann passt das hier auch. Und das waren die auch schon. So, falls da noch was kommt, einfach mal die Linie sichern. Schieß mal auf die Kamera, er bewegt sich auch gerade weg. Schön wieder die laufen. Tschüss, Gist. Und da kommen die nächsten. Die sind aber richtig motiviert. So, halt. Feuer. Los, eine schöne Salve. Kommt trotzdem. Hier auf die da, Jungs. Okay, die laufen. Da hinten formiert sich auch schon wieder der Gist. Ich liebe es mal zu sagen, es ist mein Wald.
Oh, jetzt macht das noch ein bisschen Angst. Dann haben wir es auch quasi geregelt, denke ich mal. Ah, ich glaube, die kommen hier wieder. Mal ein bisschen noch hier ran. Weiter gehen wir da jetzt nicht raus. Oh, kein Generalangriff mehr oder so. Ich hätte gedacht, dass hier nochmal... Ich habe jetzt auf die Zeit nicht geachtet, aber ich hätte es gedacht, dass hier nochmal ein richtig starker Angriff kommt. Kam nicht. Wie viel haben wir verloren? 3000 Mann aufgerundet, aber knapp aufgerundet, sage ich mal. Ja... 10.000 Verluste, der Feind hat sich ein bisschen die Zähne ausgebissen. Hat Spaß gemacht. Hätten wir noch mehr Truppen gehabt, hätten wir hier richtig aufräumen können. Also zumindest hier bis ins Zentrum wären wir gekommen. Das war ja nicht mehr viel, was hier war. Naja, war nicht schlecht. Die Schlacht war nicht schlecht. So, 5 auf Ruf. Ein Karrierepunkt und 21.000 Männer dazu. Da haben wir ein deutliches Plus gemacht. Und jetzt machen wir wieder einen auf, ich glaube letztes Mal war auf Wirtschaftlichkeit, jetzt nochmal aus Auskunden. Ne, Aufklärung hatte ich letztes Mal, na egal. So, ja gut, hätten wir die Punkte jetzt von Aufklärung in die Wirtschaftlichkeit, dann hätten wir fast den Kram da auch noch voll gemacht. Keiner aufgestiegen, das ist ein bisschen schade. Yes, sir. Hab eigentlich gehofft, dass sie mal ein bisschen aufsteigen. Das Problem ist mit den unteren hier, die haben nicht so viel oder sagen wir mal schlechte Vorgesetzte, darum können die meistens auch nur bis 1000 Mann. Muss mal gucken. Ja, und die nächste Schlacht, die ist Richmond. Ist Richmond schon die letzte? Was haben wir hier? Sie haben den Feind minus 5%. Moral minus 10 und Versorgung minus 15. Ich lese mal den Text vor, weil ich habe so das Gefühl, es könnte die letzte sein. Wir haben 4 Jahre pausenloser Kämpfe gegen die Rebellen durchgemacht. Doch nun können wir den Krieg durch die Einnahme der Hauptstadt der Konföderierten ein schnelles Ende bereiten. Leider wurde der Versuch einer Belagerung, dem Krieg nur ein weiteres Jahr hinzuzufügen. Und dieses Jahr haben wir nicht... Hä? Verstanden, egal. Die Konföderierten werden bald Hilfe aus Europa erhalten, die den Krieg mit Sicherheit verlängern würde. Die Stimmung in der Bevölkerung wird kippen, wenn Söhne weiterhin auf dem Schlachtfeld sterben, was unsere Fähigkeit, diesen Krieg zu gewinnen, beeinträchtigen dürfte. Ein sofortiger Sturm auf Richmond würde den Krieg jedoch schon in Tagen beenden. Nicht erst in Monaten. Der Plan ist einfach. Während der Hauptteil unserer Armee die Rebellen nördlich von Richmond festhält, werden sie in aller Eile 2 Korps in den Osten Richmonds verlegen und die dortigen, nur schwach verteidigten Gräben stürmen. Seien sie schnell. Wenn die Konföderierten ihre Absichten durchschauen, werden sie ihre eigene Armee verlegen und ihr Manöver kontern. Viel Erfolg, General. Okay. Ich will noch mal kurz gucken. Wie viele Korps wir benötigen. Wir benötigen alle 5. Das heißt für mich im Nachgang noch mal alles komplett aufrüsten, wo es geht. Das ist auch derselbe Text, den ich gerade vorgelesen habe. Okay. Gut. Dann rüste ich mal auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.